Was macht man eigentlich mit seiner Bauernhortensie im Winter? Das ist ganz einfach. Auf jeden Fall draußen lassen und sie gut einpacken. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Mein Name ist Horst. Ich bin gelernter Gärtner. Ich habe einen Schrebergarten mitten in Berlin und mein ständiger Begleiter ist Fritz, der Affenpinscher. Und das alles brauche ich, um es meiner Hortensie so richtig schön kuschelig zu machen. Im Garten ist das kein Problem, wenn die Bauernhortensien ausgepflanzt sind, aber so im Topf auf Balkon und Terrasse, da könnte der Ballen durchfrieren und das will man verhindern. Wir wollen es ihr so ein bisschen schön kuschelig warm machen, auch im Winter, also hier warme Füße. Und das machen wir folgendermaßen, oder ich mache das folgendermaßen. Zunächst einmal umwickle ich den Topf mit so einer Faser, das kann Kokosfaser sein, Filz, Vlies, ein altes Handtuch, was man eben so hat. Einfach einmal schön einwickeln, wie so eine Roulade. Oben darf es ruhig überstehen, so ganz wichtig. Unten der Abfluss, das Abflussloch im Topf, das muss frei bleiben, weil da soll ja eventuell Feuchtigkeit abfließen können. Staunässe im Winter ist eine Katastrophe. So überlebt keine Pflanze. Kalte Nässe geht gar nicht. So, jetzt sieht sie schon mal aus wie so eine kleine Hortensie im Kartoffelsack. Und jetzt ein bisschen hier Kokosseil oder irgendeine andere Art von Schnur. Diese Bauernhortensien, die haben wahrscheinlich viele von euch, die sind ja blau, rosa, die kennt ihr, die kauft man sich, die nimmt man irgendwo mal mit und da ist es doch schön, wenn man die über den Winter bringen kann und sich dann freut, wenn die im nächsten Jahr wiederkommen. Einmal umwickeln, ich bin es einmal fest, dass es ein bisschen mehr Stabilität hat. Kommt ja darauf an, wie groß der Topf ist, in den das Ganze reingestellt wird. Je enger, desto mehr Halt hat es natürlich. Und jetzt nehme ich das Ganze. Unten ist offen, muss aufbleiben und dann kommt die Hortensie hier in einen größeren Topf. So, wunderbar. Und das ist jetzt hier im Zwischenraum. In diesem Zwischenraum hat sich jetzt so ein richtig schöner, warmer, kuscheliger Rand gebildet und der isoliert ganz prima. Und dann zieht man das hier so ein bisschen hoch, dann kriegt die nämlich von oben auch noch Schutz, aber offen muss es bleiben, weil die Luft muss schon zirkulieren. Wenn es mal sehr feucht wird, den Kragen ein bisschen runter, dann kann wieder die Luft zirkulieren. Und wenn es trocken ist, dann ruhig ein bisschen Wasser geben. Und die Blüten, das Verblühte, nicht abschneiden, das ist quasi nochmal so ein Schutz von oben gegen die Kälte. Und jetzt ganz wichtig, sie mag auch keine kalten Füße. Und das vermeiden wir, indem wir sie erhöht stellen. Das heißt, sie hat keinen direkten Kontakt mit dem Boden von der Terrasse oder mit dem Boden vom Balkon und wird so auch nicht so kalt. Also Luft ist ja immer ein guter Isolator. Ich nehme hier Löwenköpfchen aus Terrakotta, drei Stück und stelle den Topf einfach drauf. So, dann ist er ein bisschen erhöht. Mitsamt dem Untersetzer, dann hat es ein bisschen mehr Stabilität. Und hier unten kann dann sehr schön die Luft zirkulieren und dann kriegt die keine kalten Füße. Man kann auch einfach eine Styroporplatte nehmen, das ist auch möglich. Also gar kein Problem, irgendwas, was wirklich vermeidet, dass diese Kälte direkt aufeinander trifft. So, wichtig ist noch, das ganze Paket, das ist jetzt eigentlich so ein sehr schönes Winterpaket, an eine Stelle zu stellen, wo keine Sonne drauf scheint. Das heißt, man muss vermeiden, dass da die Sonne drauf brennt und dass die verursacht, dass Wasser verdunstet und unten kann kein Wasser nachgezogen werden. Das heißt, sie vertrocknet quasi. Sie erfriert gar nicht wirklich, sie vertrocknet. Ist der Ballen gefroren, kann kein Wasser in die Pflanze kommen, ist ja klar. Oh, jetzt müssen wir schnell fertig werden, aber in diesem Wintermäntelchen, da wird die Hortensie prima überwintern können. Das funktioniert auch bei Rosen und bei Obstbäumen. Und mir stellt sich die Frage, wie macht ihr das eigentlich? Was für Erfahrungen habt ihr beim Überwintern von Kübelpflanzen, die draußen bleiben? Ja, und die andere Frage, die sich mir stellt, ist, wo ist der Fritz? Fritz, der ist wahrscheinlich schon, wo ist er? Da ist mein Fritz.